Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Es geht in den endlosen Abgrund und zur heutigen, also es ist eigentlich recht leicht zum Schaffen. Endloser Abgrund, man muss ja eigentlich nur ein paar kleinere Regeln beachten. Das heißt, ignorier die Looms, weil sie verleiten einen meistens dazu halt eben Risiken einzugehen oder ein bisschen anzutreiben, dass man schneller springt, als man eigentlich sollte. Dabei haben wir hier beim endlosen Abgrund eigentlich alle Zeit der Welt. Ihr seht, hier am Anfang, die ersten 300 Meter, kann man eigentlich so gut wie gar nicht sterben. Wenn man zu langsam ist, klar, hier wird man natürlich ein bisschen zerquetscht. Oder auch wenn man hier zu schnell runterspringt, dann landet man halt eben im Blauen. Aber ihr könnt euch alle Zeit der Welt sozusagen lassen. Hier weiter, man wird eigentlich an nur recht wenigen Stellen hier irgendwie angetrieben, dass man möglichst schnell durchgeht. So, da ist es recht wichtig, möglichst früh immer nicht zu lang auf den Seilen bleiben. Die Seilen geben eine starke Seitengeschwindigkeit und die sorgt dann halt eben meistens dafür, dass man dann halt doch irgendwie in den Dornen drin landet. Die Winde sind eigentlich das kleinere Problem, die helfen einem meistens. Erschreckend wird es dann manchmal eher, wenn plötzlich der Wind nicht da ist und man eigentlich bräuchte. Da kommt bis zur Goldmedaille, kommt glaube ich eine einzige Stelle drin vor, wo man da ein bisschen aufpassen muss. Aber ansonsten ist es eigentlich kein großes Problem. Wir probieren auch gerade bei diesen Dornenspielen, wo es Rechts-Links-Kombination, sollten wir möglichst immer recht nah an den Dornen vorbeigehen. Das kennen wir auch schon, ist alles ganz klar. Von den Elementen her, die heute in der Daily Challenge sind, sind eigentlich keine Unbekannten drin. Es sind heute recht viele Seile, auch ein, zwei neue Seile. Aber jetzt nichts irgendwie, was ein großes neues oder was einen von ein neu großes Problem stellen sollte. So, hier kommen nochmal die Klatscher. Die kennen wir ja schon von gerade eben. Und bekommen dafür die 700 Meter Pause. Haben sie jetzt auch schon auf Silber, glaube ich, geschafft. So, da ist der nette Klatscher. Können wir ganz grob oben bleiben. Und hier kommen jetzt wieder die. Wir warten, bis es gerade aufgeht. Und können dann hier weiter durch. So, das hier geht's zusammen. Da haben wir ein bisschen angetrieben. Das ist das gleiche Spiel hier nochmal. Einfach warten, bis es gerade aufgeht und dann durchrennen. Gut, hier kriegen wir wieder eine Pause. Die 1000 Meter. Das müsste jetzt eigentlich fast schon Gold sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, ja. Jetzt hier noch durch. Die Stelle ist ein bisschen gemein. Möglichst schnell wieder vom Seil runter. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Keine Seitengeschwindigkeit aufbauen. Sondern direkt runter vom Seil und gleich den Hubschrauber wieder aktivieren. So, hier renne ich auch schnell durch, damit nicht einfach noch mehr von den roten Augen kommen. Hier ganz knapp die Kurve nehmen. Ja, auch nicht zu lang auf diesen Seilen aufhalten. Und dafür werden wir mit der 1200 Meter Pause. Die ist sehr gemein. Sobald wir vom letzten Seil runterkommen, sofort Hubschrauber, sonst werden wir das nicht überleben. Gut, das hier ist der gemeine. Da hatte ich schon gedacht, mich erwischt jetzt. Aber auch den haben wir geschafft. Dafür wird es jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Wir können uns wieder ein bisschen entspannen. Gut, den kennen wir auch. Einmal durch. Hier langsam durch. Und hier wieder dieses gemeine Teil. Gleich runter, sofort Hubschrauber aktivieren. Und wir kommen in den engen Gang. Seitlich. Hier genau, das ist die Stelle. Ist zwar schon nach Gold, aber wenn wir hier keinen Tritt in der Mitte machen, dann zerbröselt es uns hier gnadenlos. Hier kommen wieder die Augen, ich nehme gleich die Geschwindigkeit auf. Lass mich hier durch, direkt an der Seite vorbei. Und jetzt kommt der Gemeine wieder mit den... So, hier drüber. Ah, und genau da bin ich zu weit drüber gesprungen. Aber jetzt, man kann durchaus heute einige Meter machen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Like. Und ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!